allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk. Du wirkst wie ein Typ, der fürchtet weder Tod noch Teufel. I own my fears, so it doesn't own me. Ich schaue euch einfach mal 10 Minuten im Spiegel ganz tief in die Augen. Ich mag es, Liebe zu verteilen. Auf meine Art und Weise. Ich bin sehr, sehr lange davon ausgegangen, dass Kinder aus dem Bauchnabel kommen. Hä? Jetzt geht es explizit um das Thema Depression und Suizid. Das ist eine Erfahrung, dass du, egal wie gut du Bescheid weißt, einfach genauso wie jeder andere da reinrutschen kannst. Ja, heute ist aber wieder ein scheiß Tag und das ist dann irgendwie der 10. Tag in Folge und dann ist es der 30. und 90. Tag in Folge. Was glaubst du denn, könnte seitens der Gesellschaft erstmal getan werden, um Suizide zu verhindern? Darüber reden, informieren, dass man Hilfe anbietet. Es ist so gut zu wissen, dass man nicht alleine mit dieser Geschichte dasteht. Ich lerne mich gerade selber kennen und ich lerne gerade, wie so ein Leben in Achtsamkeit funktioniert. Ich wünsche dir ganz viel Liebe im Gegenzug. Es kann doch nicht sein, dass alles, was ich tue, nicht ausreicht, dass diese Person hier bleiben will. Ja, dann kann alles Äußere, alles, was schön ist und alle äußeren Umstände können nichts daran ändern, wenn es einem wirklich von innen heraus nicht wirklich gut geht. Hört auf, euch zu schämen für euch selbst. Ich meine es wirklich so. Bleib, wie du bist. Ihr habt das nicht gesehen, was hier los ist, ja? Du sagst einfach, wenn du fertig bist mit Kicken, oder?